Wir kommen nächstes Mal von La Mulana. Hier, wo Manuel es nicht lassen kann, mich zu nerven. Jetzt warte, ja. Hast du jetzt eigentlich schon das gesehen? Ich glaube, ich habe es schon gesehen, aber keine Ahnung. Ja, schau einfach den Raum nochmal an, bitte. Ja, ich bin im Part auszusehen schon, also vor dem Part jetzt gerade auszusehen schon runter, aber. Naja, lass uns runtergehen einfach. Du hast. Ja. Du hast das Finale zerstört so, einfach. So, und jetzt ganz ehrlich, bitte sagen wir, dass das nicht fucking funny ist. Dass du da oben gestanden bist, über dem Ding, wirklich ein paar Pixel davon entfernt und gesagt hast, ich weiß nicht, wo das ist, ich habe das noch nie gesehen. Oder irgendwelche Aussagen. Das waren so perfekte Aussagen einfach. Ich hab mir halt echt gedacht, du verarschst mich, weil das unter dir halt war. Ehrlich gesagt, es ist halt so perfekt einfach. Achso, ja, stimmt hier die. Ich habe ja auf das Ding tatsächlich auch nicht geschaut, also keine Ahnung. Oh, ich bin tot. Achso, Artist. Also das ist jetzt ein neuer Bereich, das Ding, oder? Ja, aber jetzt sag mir bitte, dass das nicht fucking funny ist. Oder dass das nicht. Es ist halt bitter, weil ich das Ding da unten nicht gesehen habe. Das ist halt bitter, weil ich habe jetzt eigentlich nur an diese andere Welt gedacht und ich habe die Teile irgendwie echt nicht gesehen, so. Also, es ist halt wirklich kein Rätsel, oder? Du siehst da oben auf der Tafel, oh, Twin Gate. Hier, das sieht man. Und dass man hier nochmal hinkommen kann, okay, ja. Dass mich an das erinnert, gut. Aber damit habe ich dir auch geholfen. Das war jetzt einfach nur fucking bitter für mich jetzt, dass ich das übersehen habe. Ja, aber es ist was zu, es ist halt wirklich. Ich glaube, das war, Top-Lieblingsszenen überhaupt. In der LP-Karriere. Ups. Ja, bitte. Also schon so auf der Weg, aber du musst dir die Stelle anschauen, wo du da oben gestanden bist und das gesagt hast. Ich habe halt wirklich nicht darunter geguckt, so, keine Ahnung. Dreimal sind wir hierher gegangen. Deswegen habe ich auch gesagt, lies die Tafel, weil ich mir gedacht habe, irgendwann wirst du es wohl sehen, dieses Scheiße. Weil ich mir gedacht habe, ich kann dir das doch nicht sagen, ich kann nicht sagen, da unten sind die Twins. Und du weißt, und dann hast du das Finale. Ich meine, du hast dich eh nicht geärgert, sag ich mal, aber dass das Finale verkackt, man, den Cliffhanger. Also das wäre so. Wie wenn man, wenn ich die Folge beenden würde und der Protagonist struggelt noch und in der nächsten Folge ist er tot. Ohne irgendwas. Ja, so lame wäre das. Ja. Ja, aber das war jetzt halt einfach bitter, so, keine Ahnung. Ich habe das vollkommen verpeilt, dass da unten das Ding steht und hab dann auch am Ende so, du hast Twin Gate irgendwas gesagt und ich denke mir so, was? Was? Also, wenn du den Namen nicht kennst, das ist natürlich schon klar, aber. Ja. Gesagt, und dadurch, dass ich es dann halt übersehen habe, war es halt nochmal doppelt bitter halt. Dass du hier hin musst. Ja. Und das Ding war, es war natürlich auch Dings von mir, weil ich habe auch nicht mehr gewusst, dass man hier, oh mein Gott. Mit der Achse in der Hand. Dass man hier hin muss, um in die Welt zu kommen. Weil ich habe mir auch gedacht, man muss in zum anderen Weg eigentlich. Mhm. Und dann bist du hier hinuntergesprungen, so scherzhaft, da ist mir wieder eingefallen, oh mein Gott, ja stimmt, man muss hier hin. Dann habe ich gedacht, ja, ist ja perfekt, dann können wir sofort super weitermachen, brauchen jetzt nicht mehr Umwege gehen. Dann habe ich gesagt, ja, hier liest die Tafel, dann habe ich gedacht, da wirst du sicher das unten sehen sofort. Also, ich habe mir gedacht, das kann man nicht sehen und dann hat sich wegteleportiert. Ja, aber weißt du, ich habe halt das Erste, woran ich gedacht habe, oh mein Gott, ich fall hier überall runter, ne? Das Erste, woran ich gedacht habe... machen musst, ja, oder? Ja, ich will da die ganze Zeit hoch, aber ich krieg's nicht hin. Ja. Das Erste, woran ich gedacht habe, war... in der zweiten Welt da, diese großen Viecher, weil jedes Mal, wenn da irgendwas war mit denen, habe ich das irgendwie verpasst. Also da habe ich dann immer woanders geguckt und dann ist mir sofort in den Kopf gekommen, warte mal, da sind doch diese großen Statuen halt und da waren doch sicher irgendwo solche zwei Twins sozusagen, zwei Leute halt eben, zwei Krieger und was auch immer. Die Idee war, ist ja auch gut gewesen, aber das, wenn das auf einem anderen Screen gewesen wäre, aber weil es halt unter dir war. Ja, das ist halt das Ding. Und ich habe dann halt nicht nach unten geguckt und dadurch habe ich das sofort übersehen und ich habe gedacht, das kann man nicht übersehen, weil der Hintergrund ist eh auch so monoton, sage ich mal, und das sticht wirklich, also heraus. Ja, eigentlich sticht das heraus, aber übertrieben. Aber ich weiß nicht, ich habe das vollkommen ignoriert. Also schon, bist du warst halt, oh mein Gott, dreimal. Geh mal zuerst runter. Dreimal da. Ich weiß gar nicht, muss man hinaufgehen? Das geht nicht. Ich habe mir eigentlich auch gedacht, dass man das Ding da einfach draufsetzen muss. Geh mal da hinauf auf den, bei dem Weg. Wo hinauf? Auf der anderen Moment. Seite vom Twin Gate. Da geht so ein Weg hinauf, das sind diese Banner. Welche da Banner? Da oben diese zwei Banner. Wo die Treppe hoch, also ich sage auch schon Treppe, hier die Leiter.
im Endeffekt ist es egal. Es kann ja auch eine Treppe sein, ne? Ich meine, es ist ja 2D. Also welche zwei Banner? Obwohl, wie er hochkriegt. Ja, geh jetzt mal hier hoch, da die Leiter. Er macht das und dann geh hoch. Das wollte ich auch gerade da hochgehen. Ja, genau. So. Okay, nee, ey, da ist wieder die Welt. Erwartet habe. Schon wieder der Shrine of the Mother. Ja. Man wäre noch nicht oft genug. Ja. Bin schon auf den Titel von der Episode gespannt. Ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll. Verpeilung. Die größte Verpeilung meines Lebens. Push the wall on a moonlight. On a moonlit night. Okay, also wenn der Mondschein runtergeht, dann soll ich eine Wand schieben. Okay. Es kommt kein Gegner, wenn dann kein Ding kommt, schon wieder vergessen haben. Also ich aber ja, auch natürlich. Verstehe, dass sowas was. Das habe ich auch vergessen. Das weiß ich noch. Deswegen, es gibt halt auch so viele Hinweise. Und es gibt auch ein paar Monde, so wie ich weiß, im Spiel. Mhm. Im Endless Corridor gab es ja zum Beispiel auch den Sailor Moon Mond da oben. Nice. Hab ich geh mal in dem Confusion Gate, glaube ich, zu dem Auge, das sich nicht bewegt dann. Ja, da gibt's noch Kubert. Aber warte, ich werde dich da auch hinlotsen zu dem einen Ort im Twin Labyrinth, dann, wenn wir das haben. Wo ja. Du dann ein gewisses Ding bekommst, dann werde ich dir das auch das andere zeigen, damit das Spiel auch nochmal um einiges angenehmer wird. Weil fällt ein großer Teil weg. Hm. Ich weiß nicht, ob du es dir schon denken kannst, ich werde es mal nicht spoilern. Das ist Spoilern, aber. Aha! Oh lol. Als ob. Ich hab gar nicht mehr gewusst, dass man das jetzt schon machen kann. Ach, die Karte, nice. Die Map, ah. Das ist ja. Da mal was. Map, siehst du. Das ist einfach ein Totenkopf, ah ja. Shrine of the Mother. Also die gesamte Welt ist Shrine of the Mother, okay. Ja, ja. Jetzt müsste ich den Text nochmal lesen. Ah, nee, kein Bock. Komm ich nicht weiter bei der einen, bei der Ollen. Ja, das war's dann mit dem Bereich. So wie es aussieht, oder? Ja, das ist Screen. Gut, dann verpissen wir uns von dem Twin Gate Gedöns und ignorieren das für unser Leben und werden nie wieder mehr darum zu sprechen kommen, okay? Wieso funktioniert das aber nicht mit dem Twin Gate? Also. Was machst du? Achso, jetzt. Ja, was solltest du jetzt machen? Confusion Gate. Achso, ja. Das ist der einzige Ort, von dem ich den Namen noch öfter im Kopf habe. Ich weiß aber nicht, wieso das beim Twin Gate nicht funktioniert mit dem Podest. Eigentlich soll das gehen. Das sollte gehen. Irgendwas. Das soll ich wieder vergessen einmal. Ich will es dann doch ausgeschaltet. Dang it. Dang it. Also da ist eine Tafel und die bringt mir noch nichts, also. Welche Tafel meinst du? Also da, wo ich einen Stein drauflegen muss, das Ding. Doch, eigentlich sollte schon gehen. Okay. Das ist jetzt so das Ding, deswegen, ich weiß nicht, wieso das nicht funktioniert. Weil im Normalfall geht man da hinauf, auf Podest und dann ist dieser Smoke da weg. Ja. Die bewegen sich alle. Ich überlege gerade, ob man irgendwie, aber nee, ich bin auch einfach nur hinuntergegangen, dann bei diesen Gremlins da ausgewichen und dann. Genau, es gibt zwei Stellen mit Augen, die sich nicht bewegen. Erst ja, müssen hoch. Wir jetzt suchen. Nicht, oder? Ich weiß keine davon. Die sehen. Ja. Hier rechts von dir ist Monkey Academy, so viel ich weiß, glaube ich. Also rechts und unten. Warte, da ist aber Mondschein. Aber da ist keine Wand. Vielleicht ist es doch kein Mondschein, keine Ahnung. So, du meinst das Licht da? Ja. So, ja. Dieses Karo. Naja. Ich gehe rechts weiter. Ich gehe natürlich oben weiter. So, jetzt hier hoch und rechts. So.
Weil ich mich noch dran erinnern konnte, dass da rechts eine Sackgasse war. Hier, wenn du hier Lift hinunter gehst. Achso, übrigens, noch eine Raum. Lift runter, ja. Ah ne, die gibt's hier nicht. Ah doch, doch, Moment. Noch drei Raums gibt's hier sogar noch, wenn du hinauf gehst. Ich meine, ich kann dir jetzt zeigen, im Endeffekt ist ja egal, weil die Raums bringen jetzt nicht viel. Hier bei diesem Gesicht kannst du auch eine Raum holen. Ah. Schön auf Fußhöhe. Dang it. Ah, okay, Road und darauf komme ich nicht, weil da halt ein Gegner rauskommt, ja. Roadfighter war für den Laptop. Roadfighter und Hyper Rally, glaube ich. Okay. Aber ist jetzt eh auch noch nicht wichtig. Also ist, damit du dann mit den Laptops, also mit den Entwicklern reden kannst. Ja, wollte gerade fragen, ja. Wir gehen nochmal geh mal hinunter, ja, hier, genau. Geh hinunter. Und jetzt da den Lift hinunter. Da, wenn du hinauffasst, da ist das Auge dann, ein Auge nicht schauend. Okay. Das hier. Ah, ja. Ja gut, ich glaube, das fällt auch nicht so ganz auf, weil es halt einfach so ja, das beim Fahrstuhl ist, so, ne? Ist. Ja. Monkey Academy. Yeah. Und jetzt dann nochmal bei den ganzen Teleportationsdings. Nicht mal bei den Teleportationsdings. Wenn man die Leiter hochgeht zum allerersten Mal, ist rechts davon das Auge und da ist Kubert, soviel ich mich erinnern kann. Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war das. Ich habe mir das vor kurzem angeschaut und da habe ich mir gedacht, ah ja, stimmt, das ist eigentlich eh recht easy, das können wir leicht holen. Der Kubert wird halt wichtig wegen den Schlüsselfedern. Da, das Auge, genau. Ah ja, ja. Ich hoffe, das ist Kubert. Ja, es Schubert. Ist Kubert, nice. Ah, endlich mal wieder. Hast du eigentlich schon das Geräusch gehört, was das macht, wenn zwei Raums ausgerüstet werden, die richtig sind? Nee. Mach mal. Nimm mal die Diviner Sensation und Kubert. Also oben Diviner und unten Kubert. Diviner ist unten links, dieses X. Achso, ja, das. Genau, Kubert ist rechts in der Mitte, also mittig und ein bisschen rechts, irgendwo hier muss es sein. Also, ja, geh hinunter und dann noch links, das soll es sein, ja. Ah ja, ich weiß. Ja, dann, ja. Und jetzt könntest du, wenn du zu so einem Ring kommst, dann kannst du, die Schlüsselfee spawnen. Hier ist sogar ein Ring, glaube ich. Ah ne, hier ist es nicht, das war oben. Ja, dann gehen wir hoch, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich weiß sogar, glaube ich, wo die war. Das bringt noch nichts, wenn man das macht. Oh, serious? Nee, das bringt noch nichts, das kann man jetzt später machen. Na gut. Es gibt aber Orte, die du mit der Schlüsselfee schon machen kannst. Einen könnte ich dir sogar zeigen, das ist nur ein Bonus, aber... Kann ich mich schon in die Nähe hinterteleportieren? Zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel wie die Welt? Hey, hier, genau hier ist sogar das eine Secret mit der Schlüsselfee. Willst du das machen? Vielleicht? Ja, sehr gut. Ja, ich wollte da gerade hingehen. Ja, das ist sehr, sehr gut. Aber das ist, glaube ich, die einzige neben Confusion Gate, wo ich weiß, wo die ist. Okay, sehr, sehr gut. Ja, im Wasserding, weiß ich, gibt es noch eine. Dort, wo dieser Dings hoch ist, dieser Gang, wo es die Scales 4 gab, wo du ausgerastet bist und ich Battletoads gespielt habe. Ah, das die Scheiße. Ist glaube ich, ausgerastet oder sowas, oder? Keine Ahnung. Die Ruins RAM und die Cliff Reader. Ja. Wow, okay. Soll jetzt eigentlich die Schlüsselfee holen. Gib mir mein Geld. Ja, und jetzt mit der musst du, geh mal nach links. Okay. Ups. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wo es war, aber ich glaube... Jetzt nochmal nach links. So, jetzt, wenn du hier stehen bleibst, soll es eigentlich erscheinen. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber zu 70 oder so. Ah, oh, nice. Yes, Alter, nice. Beides. Sie haben gute Dienste erwiesen. Und tschüss, Mann. Es ist wunderschön, warte. Jetzt. Das passt so überhaupt nicht. Das ist jetzt die Anlehnung an Maze of Galleys. Oh, what? Das war nicht so geil. Ich dachte nicht eigentlich... So geil ist auch gut. Damit kommst du zum anderen Teil von der Welt. Oh. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Ja, das stimmt. Hätte ich in der Welt noch rumlaufen können? Wie Maze of Galleys, ja, noch viel. Also, diese Welt mit dieser Musik meine ich jetzt. Also, ja, das war die Welt. Ja, genau. Okay. Ich war gerade nicht sicher, ja, gut. In der blauen, ja, da kannst du noch viel machen.
Oh man. Das ist, er hat nicht mal begonnen richtig. Ey, die ist jetzt weg. Ja, ja, die stirbt irgendwann. Geil, Alter. Sonst könntest du ja die überall benutzen. Ja, stimmt. Ja. Weil nach dem Teleportieren ist sie sicher auch weg. Ich glaube, die können sich mit teleportieren. Ich glaube, das braucht man nie. Das wäre mies, Alter. Das wäre richtig mies. Warum muss der Perfekt nochmal anfangen, damit Feuer zu spucken? Ja, frag mich nicht. Keine Ahnung. Ja. Oh mein Gott. Kommst du da schon hoch? Geh mal da hoch. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Ja. Lass mal die Hand umbringen. Das sieht mich nämlich gerade, ob ich... Ah, das... Nee, das doch, ah, doch, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das wird auch noch geil, das mit den Innen. Oh, da kommt noch so ein, die Welt, die... ja, auf die freue ich mich schon. Da ist die Musik auch fucking awesome. Okay, es war einfach hier, okay. Schon wieder die Welt. Ja. Ach, warte, das ist die Feuerwelt, ja. Waren wir hier? Wir waren hier nicht schon mal, ne? Das war das mit den, noch keine Karte. Mit der Gut. Chain Whip, soviel ich weiß. Auch sehr okay. Der Chain Whip Cavechen. Ah, nee, hier unten war das. Ja. Das war mit den Flares. Da links in der Mitte war die Flare. Warum wird man hier rausgelassen, so? Ja, komplett random, Gut. Einfach weil. Wahrscheinlich haben die das auch wegen dem Teleportieren da gemacht. Oder so ähnlich. Ja. Schon recht late Game, der zweite Teil von der Welt, wo wir vorher waren. Okay, ja, gut, das hört sich sehr gut an. auch endlich mal ins Late Game zu kommen. Nee, das ist jetzt, das Twin Labyrinth wird richtig widerlich werden, das hasse ich. Ist für dich die schlimmste Welt im Spiel. Aber das Gute ist, ich glaube, alle Rätsel vom Twin Labyrinth sind im Twin Labyrinth selbst drinnen. Also man muss nicht irgendwas außerhalb machen. Twin Labyrinth, das war. Das war das Ding, ja. Die blaue mit den Twins halt, ja. Ja, ich habe wieder ein bisschen gebraucht. Die Statuen, wo wir. Oh, zweiter Safe. Ich hab dran gedacht. Ja, das ist nice. Ja. Jetzt du mal reloaden, bevor du jetzt, weil dann das Leben voll ist wieder. Jetzt kannst du den Maze of Gallius machen. Das Gute. Gallius. Oh mein Gott, Es wird niemals zu irgendwas kommen, wenn du die Namen sagst. Ja, Scheiße. Diese blaue Tür im... Die blaue Tür, okay, ja. Chamber of Birth, auf 6. Wenn du 6 klickst, das ist Chamber of... Nee, das ist Chamber of Extinction. Birth ist was anderes gewesen. Kann sogar so rein, nice. Jetzt solltest du eigentlich links gehen können, müssen sein Tool. Die Musik ist so unpassend. Ja, das ist die Musik aus Maze of Gallius halt. Glaube ich, 1:1 übernommen. Wie schon gesagt, Maze of Gallius ist das Spiel, an das Lamolana angelehnt ist. Oder umgekehrt halt. Komme ich jetzt jedes Mal aus der Welt raus, wenn ich da hochgehe irgendwo? Ich glaube nicht, bei den anderen nicht. Das ist nur ein einziges Mal. Ah, okay. Ist halt, wenn man sich das Spiel anschaut, ist es halt so fucking ähnlich wie Lamolana. Ist halt natürlich, wenn man bessere Grafiken kann man jetzt nicht sagen, aber es ist schon besser, weil... Maze of Gallius ist leider nicht wann herausgekommen. Aber das Spiel habe ich auch richtig Bock, das zu spielen, irgendwann mal Maze of Gallius. Ja. Das auch so Arschloch-Secrets hat. Oh, super. Ich werde es nicht spielen. Das Item-System mit den oben werden die Items angezeigt, unten die Waffen und die Sub-Weapons. Und alles. Mhm. Dass die Items in so Boxen angezeigt werden, zum Beispiel ist auch in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob sie das deswegen übernommen haben, so. Ich meine, ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil die Gegner sind ja auch ausgeschnitten, sag ich mal. Ich meine, so weit muss man dann auch nicht gehen unbedingt mit der Anlehnung. Dang it. Die Musik wird aber auch noch richtig gut, finde ich, in dem. Weil die Musik ändert sich ein paar Mal in dem Dungeon. Ah ja. Oh mein Gott, und ich finde die Musik generell gut, also nur halt unpassend. Ich finde, es kommt noch eine richtig geile. Grad. Okay. Andere es gibt ja auch Welt? Keine Secrets, das ist wirklich... Welt 1. Die Musik Lol. Das ist, glaube ich, der Held aus Maze of Gallius, der da oben ist. So viel ich weiß. Chillig. Die Musik ist supi. Karte. Ich würde sicher nicht so safe darum liegen. Und das ist halt wirklich ein komplett
ausgekapselter Bereich aus dem normalen Spiel. Also du wirst hier kein Podest oder so finden, was irgendwas anderes aufmacht. Das ist wirklich nur für hier drinnen im Spiel. Das ist einfach wirklich die kleine Anlehnung an das Spiel halt. Ach so, okay, also muss ich nicht hier alles absuchen, jede einzelne Wand. Ja, nee, überhaupt nicht. Hier kannst du wirklich durchlaufen einfach. Also du kannst die Sachen mitnehmen, aber es ist halt, sag ich mal, eher für einen Fun. Okay. Du kannst auch die Sachen halt anschauen, aber ist nicht wichtig. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt auf den Tafeln zum Beispiel was draufsteht. Ich weiß nicht, ob das genau das Layout ist von irgendwelchen Stages in Galilis. So. Kann man die überhaupt lesen? Kann man nicht. Sehr gut. Ich glaube, auf keiner von denen steht was. Ja, ich probiere es trotzdem einfach mal. Oh, Sonic, nice. Ja. Ja. Und Bowser. King Koopa. Willst du mich verarschen? Ach, das ist nicht immer kaputtbar. Ja, gut. Gott, ich erinnere mich, ne? In der Eiswelt. Ja. Die Bowsies. Oh my shit. Ich lese vor. Monty sagt. Ah. Endlich mal wieder das Gehirn ausschalten. Das hab ich gebraucht. Schön. Die Welt ist angenehm, ja. Ja. Ich hab jetzt echt wirklich Bock, Maze of Galilis mal zu spielen. Ich weiß nicht, ich glaube davon gab es sogar einen Port auf dem Famicom. Irgendwie richtig erinnere. Irgendwann habe ich das Famicom, mal nachgelesen. Alter, so alt ist das. Ach, die machen mir ja keinen Schaden mehr, ja. Ja, genau. Sehr gut. Sind halt alles so Anlehnungen, die ich überhaupt keine Ahnung habe, was das ist. Wahrscheinlich sind diese blauen Türen auch irgendwas, was man da aufmachen muss oder so. Und die ganzen Items sind sicher auch genau dieselben, die man irgendwie sammeln muss, um die Liebe von dem Helden zu finden oder so. Keine Ahnung. Die Welt ist sicher geil, wenn man das Spiel gespielt hat. Also richtig nice, aber es ist halt einfach nur irgendwie komisch. Aber cool. Oh, nice. Der Feuerstab, nice. Ja, jetzt kann man diesen komischen Fötus da wegbrennen. Alter! Oh Gott, die Polen, davon kommen sie also. Ja, die Polen, wirklich. Ah, okay. Und die Türen zum Beispiel, die Türen sind auch genau so in Maze of Galilis, dass man ein bisschen dagegen laufen muss und dann gehen die erst auf. Das fiel mir noch erinnern. Ich habe das Spiel auch nur ein einziges Mal mir angeschaut irgendwann, so ein Playthrough. Also als Lamolana-Fan musst du ja eigentlich das Spiel spielen, also... Ja, das muss ich halt wirklich machen, weil... Wurde ich jetzt gerade getrappt? Nein, man kann sich jetzt, wie ich weiß nicht, trappen. Also du kannst da wahrscheinlich durchlaufen einfach. Links. Ich weiß nicht, offen sein. Oder du musst die Gegner töten, ich weiß es nicht. Aber trappen kann man sich hier nicht, so viel ich weiß. Okay, weil das wäre jetzt echt so, ne? Ah, ja. Endboss? Der Raum ist absoluter Abfuck. Ich geh nochmal nach links. Ja, hier kannst du was machen, aber das ist jetzt erstmal egal. Okay. Wir werden da gleich nochmal hingehen. Oder dann nochmal. Lies nochmal die Tafeln. Ich glaube, auf einer Tafel sollte was stehen für den Raum. Ein Tipp. Ich bin jetzt aber nicht sicher. Oder irgendwo musste man das lesen, glaube ich. Oder es ist ganz am Ende, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, was am Ende passiert von dem. Oh mein Shit, Junge. Warum kriegt er keinen Schaden, Alter? Die kann man nur besiegen, glaube ich, wenn sie schießen und dann hören sie kurz auf zu schießen und dann sind sie verwundbar. Du musst sie halt... Du hast dir den Buckler. Stell dir mit dem Buckler vor die, dann wehrst du die Flammen von denen ab und dann hast du den kurzen Moment Zeit, um... Ich glaube, mit dem Buckler kann man das abwehren. Also mit dem Mittelfinger meine ich natürlich. Ich habe vergessen, dass er das mit dem Mittelfinger machen kann. Ja. Starker Mittelfinger, ne? Ah ja, okay, außer er schießt meine Füße an. Jetzt wäre der Die Stelle ist widerlich, ja. Das ist widerlich, aber nervig. Das
war nice, wie genau davor. Das ist irgendwie wie so eine Mischung aus Mr. Krabs und Bowser, der Typ da. Dieser Stern von Mr. Krabs. Das Gesicht von Spike irgendwie. Mhm. Oder von einem Kappa. Schaut sowieso aus wie ein Kappa irgendwie so ein bisschen, oder? Ja, einfach aufpassen, dass er deine Animal Crossing-Kinder nicht entführt. Ah, ja. Nein! Oh mein Gott, also hast du jetzt auch selbst schuld, bitte. Ich will ihn die ganze Zeit von der scheiß Tafel weglocken, dass ich die Tafel lesen kann. Hast du die Tafel? Was für ein Wichser. Du kannst die ja töten, die Terle. Kann ich nicht, ich krieg's nicht hin. Du musst dir nur, jetzt werde ich selber, du musst dir nur düpp, die 3-4 Flammen abwarten, dann schlagen. Wenn sie am Rücken sind, oder was? Nee, warte. Ach, weißt du was, scheiße. Nein, wenn sie... Oh nein. Ja, komm, hier, jetzt runter. Dieser eine Moment, wo sie schießen und dann diese Schießposition haben und nicht mehr schießen. Aber also du musst den Buckler abwehren. Wieder mal auf den Buckler, also auf den Mittelfinger. Ich mach einfach das hier und... Steht da was vor? Nee. Okay. Wieder der Raum. Ja, geh hoch. Irgendwo muss man lesen, wie man das macht. Oh nein. Oh nein. Das ist natürlich belastend. Haben wir aber hier gespeichert, oder? Ja. Müssen die Schlüssel fehlen nochmal holen. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher, was man da machen muss. Nicht mehr zu 100%. So, wenn du dich jetzt hier vorstellst, jetzt kannst du dich schlagen zum Beispiel. Hasse diese Gegnerart. Ich hasse diese Gegnerart. Halt eben gedrückt und jetzt schlag. Genau so. Oh mein Gott. Ich halt. Die letzten Male, wo ich das irgendwie gemacht habe, da hat es nicht geklappt. So, keine Ahnung. Hab ich es nicht hinbekommen. Das geht auch nur, wenn er schießt. Da ist er halt nur verwundbar. Weil ich glaube, es geht auch nicht, wenn ich schieße, sondern es geht nur, wenn ich in der Nähe von ihm stehe. Oh, halt. Mann, dieser verfickte Wichser, Alter. Ich bin hier so getriggert. Vielleicht muss es auch hier... Musst du das abwehren. Es wird vom Spiel gewertet, ob du es abwehrst. Und dann kannst du ihn erst schlagen. Ich hab keine Ahnung. Ich raste hier gleich aus, Alter. Raste hier gleich aus. Hör auf, so schnell zu laufen. Oh mein Gott, ich spring nicht richtig. Oh mein Gott. Ich sehe halt nichts. Wann hört er auf zu schießen? Oh mein Gott. Ich sehe halt nichts. Ja, ist das so? Vier Flammen macht er immer. Ich bin zu angepisst, um das zu hören. Oh, endlich. Ja. Ist wie die Symphonie von Mozart. Ja, klar. Die Axt ist halt... Wieso hast du die Axt auch immer noch ausgerüstet? Das ist die langsamste Waffe im Spiel. Wenn du jetzt zum Beispiel die Peitsche nehmen würdest oder das Messer, das ist halt 100-mal schneller. Also ein bisschen machst du sie auch selbst für das Leben. Also die Peitsche ist vielleicht ein bisschen besser, weil die Range vom Messer ist halt scheiße. Okay, ist besser auf jeden Fall für den Gegner. Oh, nice. Kannst du mich heilen? Hey, welcome. Don't dally here. Go back to the game. Demeter. Wo bekommt man den Hinweis dann von dem Scheißdreck? Lass mal hinuntergehen? Nee, oder? Oh, Lord, kann man. Okay, sehr, sehr gut. Ich glaube, man musste hier Yoma eingeben. Mit Y? Ich glaube mit Z, weil es ja dingsig ist. Aber der Spot, was? Wo man das eingeben muss, der ist so präzise. Also ich weiß nicht genau, ich glaube so ein bisschen links von diesem Ding. Geh mal ein bisschen nach links. Da gibt langsam Z-O-M-A-R, glaube ich, ein. Ich glaube, so wird das geschrieben. Du musst es halt langsam machen, weil es gibt nochmal so eine Stelle, da muss man es ziemlich langsam eingeben, im Spiel, wo man Sachen eingeben muss. Der Spot ist halt komplett präzise. Ich weiß auch nicht mehr, ob es Yoma war halt, deswegen wollte ich auch nochmal... Irgendwie du sagst halt Yoma ähnliches. Und meinst Zoma. Ja, es ist halt mit Y normalerweise, aber dadurch, dass die Tastatur switched ist in amerikanischen. Ich kann auch kurz nochmal schauen, weil... Ich habe keine Ahnung, wie man Gallius schreibt. Gallius, okay, ja, hier ist es.
Warte mal ganz kurz, Konami, ja, ja, das ist Tribute, Kill Enemies, Tablet Bottom, Provides Man, doch sagen wir the Tablet on the Bottom. Was meint ihr? Also, ja, ja, Y-O-M-A-R. Bei uns halt dann, also du hast das auf Deutsch, denke ich mal, die Tastatur, oder? Ah, ich muss Z, ja. Oh nein, ich werde sterben wahrscheinlich, ja, ich hab's. Oh mein Gott, tschüss. Was da immer richtig, oh ja. Nee, geh mal hoch zu dem Typ, die Musik ist nice. Ich wollte ihn gerade verprügeln. Oh. Oh, hey, long time no see. I've put on some skin pajamas. Sexy. Oh, how do they look? Richtig sexy, Alter, nice. I give you a souvenir. Ist das eine... Der Gute. Ich finde ihn voll cute. Ist das eine Handtasche irgendwie oder was ist das? Hallo. Und jetzt? Ja, nicht, wieso du das nicht nehmen kannst gerade. Geh nochmal in... Tschüss. Oh fuck. Kannst du das untersuchen mit dem Cliffreader? Das könnte sein. Mal gucken. Eigentlich muss man da nur hineinlaufen in so einen normalen Raum. Das ist sehr weird. Ah, so. Ah. Maze of Galleus. Maze of Galleus. Yeah. Da ist es. Nice. Ich mag den Typen. Und seine Skin-Pajamas. Denk mal, das wird... Oh, Peace. Nice. Was hat er gelesen? Gesagt? Ach, ich schätz mal... Ich weiß es nicht, aber ich schätz mal, dass das irgendein Boss aus dem Spiel war. Was halt nur ein Skelett höchstwahrscheinlich war. Oder zerfällt zu einem Skelett, keine Ahnung. Und die Musik war höchstwahrscheinlich der Jingle, der dann am Ende spielt, oder? Denke ich, wenn man den Boss besiegt hat. Ja, wie ein Lamulana halt. Kann sein. Der ist voll cute, der Typ. Den liebe ich. Ja, das war echt. Das war geil. Und das war's jetzt mal wieder mit dem nächsten Part von Lamulana. Im nächsten Part werden wir, ich habe keine Ahnung, was wir machen, aber... Wir haben immer noch nicht das, ja, das Twin-Labyrinth müssen wir jetzt machen. Da endlich die scheiß geile Sache holen. Okay, damit wir es hinter uns haben. Ist es dann 100% das Twin-Labyrinth? Ja, ich habe ja gesagt, das ist die schlimmste Welt. Da kommt noch so viel. Ja, die zieht sich richtig hart lang, die Welt. Ich will den Namen und den Ort merken dabei. Weißt du? Es gibt nur 12 Welten oder so. So schwer ist das nicht. Komm, Twin. Ich bin kein riesen Lamulana-Fan, dass ich mir das sofort merke oder so. Das Spiel ist auch nicht so häufig. Das ist einfach... Und ich höre, vor allem in dem Spiel hört man den Namen nicht, sondern ich höre den Namen nur durch dich. Das ist das Schwierige. Auf den Tafeln liest man es halt. Oder wenn man die Map aufmacht. Ja, wenn ich die Map aufmache. Wenn ich die ein, zwei Mal wieder aufmache in den nächsten 10 Parts. Das ich weiß halt nicht, wie man es sonst sagen soll, ohne den Namen halt. Ja, es ist schwierig, ich weiß. Ich weiß. Ich speichere nochmal ab und... Ja, machen wir am Ende, also zwischen den Parts. Ja, ja, passt. Ja. Naja, wir werden in der Aufnahmesession noch höchstens zwei Videos wahrscheinlich noch aufnehmen. Das heißt, nach 2 Videos werde ich wieder richtig draußen sein. Yes, Alter, nice. Dann kommen wieder Twin-Gate-Situationen. Und auf können wir uns freuen. Das war so gut. Bis zum nächsten Part und ciao. Oder wir machen jetzt so lange durch, bis du es durch hast, das Spiel. Tschüss.